Mein Name ist Melina Hanisch und im Namen der IHK Berlin begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserer aktuellen Stunde zum Thema Corona-Soforthilfe, Gewerbemieten und Berlin-Mezzanin. Ich freue mich, dass wir den Call heute in Kooperation mit Berlin Partner zusammen durchführen und bedanke mich jetzt auch schon mal für die tolle Zusammenarbeit, insbesondere mit meiner Co-Moderatorin Alexandra Graf-Wallner, die Sie gleich noch zu hören bekommen. Genau. Ein großer Dank gilt natürlich auch der IBB und im Speziellen heute an Herrn Bredenkamp, Herrn Schöneck und Herrn Pech für die Unterstützung bis hierher und natürlich auch noch in den nächsten Minuten. So, jetzt bin ich aber schon ganz gespannt auf unsere nächste gemeinsame Stunde und möchte deswegen direkt erstmal weiterleiten und das Wort an Herrn Franzke übergeben. Bitte schön. Ja, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Hanisch, auch ich darf Sie herzlich willkommen heißen hier zu der gemeinsamen Veranstaltung der IHK Berlin und Berlin Partner zusammen mit der IBB. Das ist ja letztlich über die letzten Monate schon Praxis geworden, geübte Praxis geworden, dass immer dann, wenn die Politik, die Wirtschaftsverwaltung und der Senat ein neues Programm verabschiedet haben, dass wir dieses dann auch als Wirtschaftsförderer sofort weitertragen. Heute geht es darum, dass heute die Soforthilfe zum Thema Gewerbemieten gestartet ist. Darüber werden die Fachleute informieren und Sie können Fragen stellen. Und nächste Woche wird voraussichtlich das Programm Mezzanin, der dritte Baustein der zweiten Säule der Startup-Hilfe, starten. Und auch darüber gibt es in einem heutigen Teil die wesentlichen Informationen. Das heißt, wir wollen, dass Sie möglichst schnell und genau wissen und informiert sind, wie diese beiden Programme funktionieren. Und auch ich möchte mich bedanken für die Zusammenarbeit, die hervorragend funktioniert, und direkt übergeben an meine Kollegin, die Frau Graf-Wallner, die zusammen mit Frau Hanisch moderiert, sie durch die Veranstaltung führt und jetzt auch nochmal auf die Referenten zugeht. Vielen Dank und eine schöne Veranstaltung wünsche ich uns. Ja, vielen Dank, Herr Franzke, und natürlich auch nochmal vielen Dank, Medina, für die Eröffnung dieses Town Hall Calls. Wie Sie schon gehört haben, werde ich Sie heute als Moderatorin durch den Abend führen und möchte das beginnen erstmal mit dem ganz herzlichen Willkommen an unsere Experten. Weil Fragen zur Soforthilfe Gewerbemieten werden uns die Projektleiter für dieses Programm bei der IBB, Herr Carsten Bredenkamp und Herr Daniel Schöneck, beantworten. Also schon mal auch von meiner Seite vielen Dank, dass Sie sich hierfür Zeit nehmen und ein herzliches Willkommen. Zudem möchte ich auch Herrn Christian Pech in unserer Runde willkommen heißen. Herr Pech ist Abteilungsleiter im Bereich Kredite, Banken und Fondsmanagement bei der Investitionsbank Berlin und wird uns einen Einblick in das Programm Berlin-Mezzanin geben. Aber nochmal ganz kurz erst nochmal zum Aufbau des Calls. Zusammen mit den eben genannten Referenten werde ich jetzt dann eben durch die Programme führen, während Melina einen Blick auf den Chat wirft. Also gerne Chatfragen stellen. Wir werden die dann nach der Vorstellung der Programme beantworten. Also vielleicht hier und da auch ein bisschen Geduld mitbringen. Ganz viele Fragen werden bestimmt schon während den Gesprächen mit den Experten beantwortet. Also da gerne abwarten und danach die Fragen stellen. Nochmal zur Info, falls sich jetzt nochmal Leute eingeschaltet haben, der Call wird aufgezeichnet und wird dann auch in den nächsten Tagen auf unseren Kanälen gepostet. Und natürlich gibt es auch relevante Links später noch im Chatverlauf. Also da werden wir natürlich auch hinterher sein. Nun wollen wir aber direkt mal ins Thema einsteigen, um auch überhaupt keine Zeit zu verlieren und uns zunächst der Soforthilfe Gewerbemieten widmen. Das Land Berlin hat ja schon viele Unternehmerinnen und Unternehmer in Berlin mit verschiedenen Soforthilfen durch Corona geholfen. Und heute ist mit der Soforthilfe Gewerbemieten eine weitere Hilfe gestartet. Herr Bredenkamp, können Sie bitte ganz kurz mal in zwei Sätzen zusammenfassen, was das jetzt für eine neue Soforthilfe ist? Ja, schönen guten Tag zusammen. Die Soforthilfe Gewerbemiete unterstützt die Unternehmen bei den gewerblichen Miet- und Pachtzahlungen mithilfe eines 50-prozentigen Zuschusses für 2 Monatsmieten. Und dabei handelt es sich um die Monate April und Mai 2020.
Super. Und wie viel Mittel stehen dem Programm jetzt zur Verfügung? Im Topf liegen 90 Millionen Euro. Ja, das ist ja schon mal eine gute Summe. Wie ist denn das jetzt, wenn ich das beantragen möchte? Das geht ja seit heute, aber ist das zeitlich befristet oder kann ich das jetzt bis Ende des Jahres mir Zeit lassen und das dann beantragen? Ja, wir haben heute gestartet. Die Antragstellung ist für 2 Monate möglich und endet damit am Freitag, den 16. Oktober 2020. Und wo kann man den Gewerbezuschuss beantragen? Geht das online oder postalisch oder wie wird das gemacht? Ja, den Antrag können Sie direkt auf unserer IBB-Webseite www.ibb.de stellen. Und das Wichtige dabei ist, dass die Antragstellung nur online möglich ist. Das heißt, es können keine Anträge auf dem Papierweg gestellt werden. Okay, super. Wichtige Info, also bitte nur online Anträge stellen. Nachdem das Programm ja heute gestartet ist, ist natürlich super wichtig zu wissen, wer ist überhaupt antragsberechtigt. Erste Frage in dem Hinblick, Herr Brienkamp, können das denn Unternehmen jeder Größe nutzen oder gibt es da Beschränkungen? Da gibt es tatsächlich eine Beschränkung. Die Soforthilfe Gewerbemieten steht Unternehmen mit mehr als 10 und weniger als 250 Beschäftigten offen. Okay, und wie ist das mit dem Unternehmensalter oder der Rechtsform oder wenn man jetzt gemeinnützig tätig ist, gibt es da auch Einschränkungen? Ja, also das Alter spielt in der Hinsicht eine Rolle, als dass das Unternehmen, die vor dem 31.10.2019 nicht am Markt tätig waren, nicht antragsberechtigt sind. Das heißt, die Gründung muss vor dem 31.10.2019 erfolgt sein. Bei der Rechtsform gibt es keine Beschränkungen. Allerdings sind öffentliche Unternehmen nicht antragsberechtigt. Gemeinnützige Unternehmen sind dagegen antragsberechtigt, wenn sie zugleich nicht auch ein öffentliches Unternehmen sind und natürlich auch die übrigen Fördervoraussetzungen erfüllen. Okay, das ist ja schon mal bestimmt für ein paar Zuhörer eine sehr gute Information, dass auch gemeinnützige Unternehmen hier eine Chance haben. Aber da es sich um ein Landesprogramm handelt, werden ja ausschließlich Berliner Unternehmen gefördert. An was machen Sie denn fest, wann ein Unternehmen ein Berliner Unternehmen ist? Ist es zum Beispiel nur notwendig, dass das Unternehmen bei dem Berliner Finanzamt gemeldet ist oder spielt da auch die Mitarbeiterverteilung in den einzelnen Betriebsstätten irgendwie eine Rolle? Wie machen Sie das Ding fest? Ja, genau. Also das stimmt. Das antragstellende Unternehmen muss nachweislich bei einem Berliner Finanzamt gemeldet sein. Das ist ganz wichtig. Bei der Verteilung der Beschäftigten sieht es so aus, dass die auf die Filialen oder Geschäftsstellen verteilt werden können. Die spielt keine Rolle. Das Unternehmen oder der Unternehmensverbund insgesamt muss aber eben mehr als 10 und weniger als 150 Beschäftigte haben. Okay, also Berliner Unternehmen, aber gefördert wird ja die Miete. Das heißt, die Adresse von dem Mietobjekt spielt wahrscheinlich auch eine wesentliche Rolle. Kann das sein? Ja, das ist richtig. Das Gewerbemietobjekt oder das Pachtobjekt muss in Berlin liegen. Und was für Mietflächen sind das? Also ich bin mir sicher, dass wir auch ein paar Startups zum Beispiel oder junge Unternehmen haben, die zuhören und in einem Coworking Space sitzen oder die einzelne Räume in größeren Flächen angemietet haben. Kann diese Miete auch angesetzt werden? Ja, also auch zum Beispiel Mieter in Coworking Spaces wären auch antragsberechtigt. Okay, also wir reden ja hier über eine Corona-Soforthilfe. Das heißt, die Unternehmen sind von der Corona-Krise getroffen. Wie ist das jetzt, wenn das Unternehmen bereits ein Unternehmen in Schwierigkeiten ist, nach der EU-Regelung oder wenn der Geschäftsbetrieb schon vollkommen eingestellt werden musste? Hat man dann auch immer noch eine Chance auf den Gewerbezuschuss? Also Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß EU-Definition sind nicht antragsberechtigt. Ja, das heißt, diese antragstellenden Unternehmen, da dürfen vor dem 31.12.2019 keine Liquiditätsengpässe oder andere wirtschaftliche Schwierigkeiten bestanden haben und es dürfen auch aktuell keine Zwangsverstärkungsmaßnahmen anhängig sein. Interessant, was Neues ist, dass es auch mit Unternehmen, die weniger als 50 Personen beschäftigen, geht es etwas anders. Da darf momentan eben es kein aktuelles Insolvenzverfahren geben nach dem nationalen Recht, oder es darf eben auch keine Rettungshilfen nach Umstrukturierungshilfen zum Beispiel gegeben haben. Ja. Insgesamt empfehle ich da einfach nochmal für tiefergehende Informationen auf das Merkblatt der KfW zu schauen im Internet.
Und dann hat sie, glaube ich, noch eine zweite Frage gestellt. Der Geschäftsbetrieb darf zum Zeitpunkt der Antragstellung nicht eingestellt worden sein. Damit ist allerdings nicht eine temporäre Schließung gemeint aufgrund der Corona-Restriktionen, sondern tatsächlich eben die endgültige Beendigung des Geschäftsbetriebes. Okay, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtige Information, die wir gerade gehört haben, vor allem auch für die Unternehmen mit weniger als 50 Personen. Da unbedingt noch mal einen Blick ins Merkblatt werfen. Das werden wir dann später auch noch mal verlinken im Chat, damit das auch alle zu sehen bekommen, die das gerne sehen möchten. An der Stelle vielen Dank, Herr Brehnkamp, für die Einführung. Wir haben jetzt schon viel gelernt. Wir wissen, das Programm ist für Berliner Unternehmen mit mehr als 10 und weniger als 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Berliner Miet- und Pachtflächen und haben den Fokus, um was es in dem Programm geht. Aber natürlich gibt es hier ja auch wieder Voraussetzungen, die diese Unternehmen erfüllen müssen, um den Mietzuschuss überhaupt beantragen zu können. Diese Fragen möchte ich jetzt gerne mit Ihrem Kollegen Herrn Schöneck klären. Also erstmal auch ein herzliches Willkommen, Herrn Schöneck, von meiner Seite. Vielleicht klären wir die letzte Frage zuerst, weil ich mir gut vorstellen kann, dass es für viele Zuhörerinnen und Zuhörer eine sehr wichtige Frage ist. Wie viel Zuschuss kann denn ein Unternehmen im Rahmen der Soforthilfe bekommen? Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Die Faustregel, die man sich im Prinzip immer merken kann, ist, dass der Zuschuss 50% der gewerblichen Mietkosten inklusive der jeweiligen Nebenkosten beträgt. Was genau förderfähig ist, gehe ich bestimmt später nochmal drauf ein. Pro Mietobjekt kann das Unternehmen bzw. der Unternehmensverbund maximal 10.000 Euro Zuschuss erhalten. Bei mehreren und Mietpachtobjekten beträgt der Maximalbetrag 30.000 Euro. Und relevant sind die Monate April und Mai 2020. Also für diese Monate kann der Zuschuss gewährt werden. Okay, also Sie haben jetzt gesagt, 50% Zuschuss auf maximal 10.000 Euro im Monat, was das Mietobjekt kostet, aber bis zum Maximalbetrag von 30.000 Euro, wenn ich jetzt mehrere Mietflächen habe. Wenn ich jetzt einen Antrag stellen möchte für mehrere Mietflächen, mache ich dann mehrere Anträge, beantrage ich das alles in einem? Was muss man da als Unternehmer oder Unternehmerin beachten? Also bitte nicht mehrere Anträge stellen. Für das gesamte Unternehmen darf immer nur ein Antrag gestellt werden. In diesem Antragsformular haben Sie aber die Möglichkeit, mehrere Miet- und Pachtobjekte aufzuführen. Genau. Und wichtig ist auch zu berücksichtigen, dass der Vermieter dieser jeweiligen Mietpachtobjekte nicht zu Ihrem eigenen Unternehmen oder Unternehmensverbund gehören darf. Okay, also keine Vermietung an eigene, also das eigenes Unternehmen an meine eigenen Unterunternehmen. Also ganz wichtiger Hinweis da. Wie ist denn das jetzt? Es gibt ja bestimmt auch ein paar Unternehmen, die nicht nur in Berlin Flächen haben, sondern vielleicht auch in Brandenburg oder in anderen Bundesländern. Muss man darauf achten oder kann man jetzt einfach für die Berliner Flächen einen Antrag stellen? Genau, also wichtig ist, für Mietpachtobjekte außerhalb Berlins wird keine Soforthilfe gewährt. Also die Mietobjekte müssen in Berlin sein. Wenn es jetzt in anderen Bundesländern noch andere Förderprogramme gibt, empfiehlt es sich immer, diese Frage vor Antragstellung mit den zuständigen Institutionen der anderen Bundesländer abzuklären, inwiefern die Antragsberechtigung noch besteht. Was man auch berücksichtigen muss, ist, dass eben keine Doppelförderung zulässig ist. Das heißt, die Mieten für die Monate April und Mai dürfen nicht bereits in einem anderen Soforthilfeprogramm oder auch anderen Förderprogramm gefördert werden. Okay, das ist eine sehr wichtige Information. Vielen Dank. Da bitte auch passen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Gehen wir denn jetzt mal direkt zum Zuschuss. Die Soforthilfe dient ja, wie Sie schon gesagt haben, der Deckung der Mietkosten. Was kann man sich darunter vorstellen? Ist das jetzt nur die Grundmiete oder sind da noch andere Kosten, die in diesem Zuschuss mit ansetzbar sind? Ja, also förderfähig sind die Grundmiete bzw. Grundpacht zuzüglich der laufenden Betriebs- und Nebenkosten, also insbesondere auch Betriebskostenvorauszahlungen, Betriebskostenpauschalen. Was auch förderfähig ist, ist die besonders vereinbarte Vergütung für die Überlassung von Einrichtungsgegenständen. Also auch das ist förderfähig, wenn es irgendwie Gegenstand des Mietvertrages ist. Okay, das ist auf jeden Fall gut zu wissen. Kann denn die Soforthilfe zu den Gewerbemieten jetzt von jedem Unternehmen, das die jetzt schon gehörten,
Förderkriterien erfüllt beantragt werden oder gibt es noch weitere Voraussetzungen? Ich habe zum Beispiel auf Ihrer Webseite gelesen, die ja seit letzter Woche online ist, dass auch die Umsätze eine wesentliche Rolle spielen. Können Sie da bitte noch mal genauer darauf eingehen? Genau, also eines der wichtigsten Kriterien ist tatsächlich der sogenannte Umsatzrückgang. Der bedeutet, dass eben das antragstellende Unternehmen in den Monaten April und Mai 2020 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, also die Monate April und Mai 2019, einen Umsatzrückgang von mindestens 60% haben muss. Dafür ist auch eine Rechensystematik im Antragsformular hinterlegt, aber dieser Umsatzrückgang ist tatsächlich ein wichtiges Kriterium, was man einhalten muss. Außerdem zu beachten, wenn jetzt das Unternehmen nach dem 01.04.2019 erst gegründet wurde, dass dann nicht die Monate April und Mai 2019 herangezogen werden, sondern dass dann die Monate November und Dezember 2019 zum Vergleich herangezogen werden. Okay, das waren jetzt viele Zahlen, viele Monate. Nochmal vielleicht ganz kurz. Also 60% Umsatzrückgang muss beachtet werden in den Monaten April und Mai dieses Jahr im Vergleich zu April und Mai letztes Jahr. Außer mein Unternehmen war noch nicht zu dem Zeitpunkt gegründet. Dann würde man die Monate April und Mai von diesem Jahr mit den Monaten November und Dezember von letztem Jahr vergleichen. Richtig soweit? Sehr gut. Sie haben auch gesagt, mit dem Umsatzrückgang, da gibt es nochmal ein Rechenbeispiel. Aber vielleicht ganz kurz, muss man jetzt im Mai, April und im Mai 60% Umsatzrückgang gehabt haben? Ist das ein Durchschnittswert? Wie kann man da jetzt als Unternehmer ganz kurz im Kopf überschlagen, was diese 60% bedeuten? Also es ist tatsächlich ein Durchschnittswert. Also Sie nehmen die Summe der beiden Monate April und Mai und können dann gucken, inwiefern dieser Umsatzrückgang besteht. Wir haben auch ein ganz schönes Beispiel in unseren FAQs hinterlegt, wo dann auch nochmal genau erklärt ist, wie dieser Umsatzrückgang sich berechnet. Und für die Berechnung selbst unterstützt eben auch das Antragsformular als solches. Okay, das ist sehr schön. So ein Rechenbeispiel in den FAQs. Und auch bei der Antragstellung hilft den interessierten Unternehmen mit Sicherheit weiter, um eben auch feststellen zu können, wie stark jetzt der Umsatzrückgang wirklich war und ob man diesen Antrag jetzt stellen kann oder nicht. Der Zuschuss wird ja für die gezahlte Miete gewährt. Viele Vermieter haben vor allem auch in der Anfangszeit von Corona auf ihre Gewerbemieten verzichtet. Sie haben sie gestundet oder reduziert. Wie ist es damit? Müssen die Unternehmer, die jetzt hier einen Antrag stellen, darauf achten? Also wir unterscheiden grundsätzlich drei Szenarien, die aber auch kumuliert auftreten können. Das ist zum einen, der Mieter hat seine Miete ganz normal bezahlt. Dann beträgt der Zuschuss eben 50% der bereits gezahlten Miete. Wenn der Vermieter die Miete gestundet hat, kann auch der jeweilige gestundete Betrag zu 50% gefördert werden. Hierfür ist dann aber eine entsprechende Stundungsvereinbarung erforderlich. Es kann auch die Konstellation geben, dass der Vermieter einen Teil der Miete erlassen hat. Letztendlich für die Förderung relevant ist dann der Betrag, welcher tatsächlich vom Vermieter auch gefordert wird. Bei einem vollständigen Erlass ist dann eine Förderung nicht mehr möglich. Also wenn der Vermieter so kulant war und gesagt hat, so für den Monat April und Mai brauchst du mir nichts zahlen, dann gibt es auch keine Förderung. Was eben auch noch wichtig ist zu wissen, all diese Zahlungsströme, die da waren, die sollten dann auch entsprechend mit Zahlungsbelegen und den Vereinbarungen belegt werden und mit dem Antrag eingereicht werden, damit wir das auch alles nachvollziehen können. Okay, das sind super wichtige Informationen gewesen. Ganz wichtig auch, hier eine gute Dokumentation mit abzugeben. Das als wichtiger Hinweis in die Runde. Ich hatte ja am Anfang angesprochen, dass es ja schon mehrere Corona-Soforthilfen gegeben hat von Bund und Land. Wenn man jetzt als Unternehmen bereits das ein oder andere Programm genutzt hat, könnte man jetzt in Schwierigkeiten kommen, jetzt die Gewerbemietenzuschuss zu bekommen, oder kann das einfach bedingungslos nebeneinander beantragt werden? Also eine Kombination mit anderen Soforthilfeprogrammen ist erstmal grundsätzlich möglich. Es gibt eine große Ausnahme, das ist die Soforthilfe Corona-Zuschuss, auch umgangssprachlich Soforthilfe 2 genannt.
Mit dieser ist eine Kombination nicht möglich. Ansonsten eine Anrechnung von weiteren Corona-bedingten Zuschussprogrammen findet nur dann statt, wenn sich der Förderzweck und der Zeitraum überschneiden. Wichtig ist einfach das, was ich am Anfang schon gesagt habe, diese Miete darf nicht doppelt gefördert worden sein. Und ansonsten vielleicht auch nochmal wichtig im Hinterkopf zu haben, es gibt ja eine Maximalgrenze an Kleinbeihilfen, die ein Unternehmen erhalten darf. Die liegt bei 800.000 Euro und dafür relevant sind dann eben sowohl alle Soforthilfeprogramme einschließlich Darlehen. Das sollte man auch im Hinterkopf behalten, wenn man das Antragsformular ausfüllt, da sich einen Überblick verschaffen, was habe ich denn bislang alles so erhalten. Okay, also diese Grenze von 800.000 Euro Corona-Kleinbeihilfe muss auf jeden Fall im Blick behalten werden. Und sollte man schon Soforthilfe 2 genutzt haben, ist man auf jeden Fall raus aus diesem Soforthilfeprogramm Gewerbemieten jetzt. Und beim Rest sollte man einfach schauen, was hat man schon beantragt und dann Schritt für Schritt vorgehen und den Antrag Gewerbemieten stellen. Sehr schön. Ich glaube, wir haben jetzt einen super Einblick bekommen in die Rahmenbedingungen der neuen Soforthilfe. Am Anfang hatte Herr Bredenkamp ja bereits gesagt, dass die Soforthilfe Gewerbemieten ab heute bis zum 16. Oktober auf ihrer Webseite beantragbar sind. Daher möchte ich noch gerne fragen, was interessierte Unternehmen denn bereits an Unterlagen vorbereiten können, beziehungsweise welche Informationen sie zur Antragstellung bereithalten sollten. Kann man das auch auf der Webseite irgendwo nachlesen oder haben Sie da Tipps für die Interessierten? Genau, also das haben wir an verschiedenen Stellen hinterlegt, sowohl in den FAQ als auch im Antragsformular, als auch auf der Internetseite steht genau drin, welche Unterlagen wir am Ende haben wollen. Vielleicht kann ich exemplarisch mal ein paar nennen, die wir auf jeden Fall brauchen, was nicht heißt, dass wir die anderen nicht brauchen. Eine Gewerbeanmeldung sollte man griffbereit haben oder auch einen Registerauszug, möglichst aktuell. Vollständig ausgefüllte und unterschriebene KMU-Selbsterklärung. Das kennt man vielleicht schon aus anderen Förderprogrammen. Wir brauchen immer den Mietvertrag einschließlich der relevanten Änderungen. Also wenn es Änderungen an der Miethöhe gab oder Stundungsvereinbarungen, solche Dinge müssen hochgeladen werden. Die Zahlungsbelege, was eben tatsächlich gezahlt wurde, muss hochgeladen werden. Und für die entsprechenden Fördervoraussetzungen gibt es die Möglichkeit, eine Bestätigung des Steuerberaters einzureichen. Das ist keine Pflicht, das kann man machen, muss man aber auch nicht. Und dieser Steuerberater, wenn man da keine Bestätigung einreichen kann, brauchen wir unter anderem eben eine BWA für die Monate April und Mai und eine aktuelle BWA. Die Jahresabschlüsse von 2019 und 2018 und der Nachweis, dass das Unternehmen bei einem Berliner Finanzamt gemeldet ist. Das mal als Schweinsgalopp durch einen Teil der Unterlagen, wie gesagt, eine ausführliche Liste gibt es im Antragsformular auf der Internetseite und in den FAQ. Okay, also genug Quellen, wo man nachlesen kann. Ein wichtiger Hinweis und ich glaube, da kann man auf jeden Fall dann gut ausgerüstet in die Antragstellung starten. Das ist schon mal sehr gut. Dann vielleicht noch eine allerletzte Frage an Sie, Herr Schöne. Wann können denn die Unternehmen mit einer ersten Auszahlung rechnen? Ich denke, das ist ganz wichtig zu wissen für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer, die uns gerade zuhören. Genau, also erste Bedingung natürlich ganz klar, die Fördervoraussetzungen müssen erfüllt sein. Es müssen alle erforderlichen Unterlagen vorliegen. Das ist tatsächlich wichtig, dass man nicht nur einen Teil hochlädt und wartet, ob wir uns melden, sondern am besten wirklich alles, was da aufgelistet ist, auch direkt hochladen. Das beschleunigt die Bearbeitung extrem. Dass sich der gesetzliche Vertreter auch legitimiert. Also auch das ist im Rahmen des Antragsprozesses so vorgesehen, dass eine Legitimierung erfolgen muss. Und sobald diese Voraussetzung erfüllt sind, also Unterlagen vorliegen und die Legitimierung erfolgt ist, kann das alles dann relativ schnell gehen. Wenn ich jetzt eine Prognose abgebe, würde ich damit rechnen, dass spätestens Ende August oder Anfang September dann das Geld fließt. Okay, das wäre wirklich auch wichtig und gut für die Unternehmerinnen und Unternehmer. Deswegen gute Vorbereitung und dann dürfte das schnell klappen. Also an der Stelle schon mal ein ganz großes Dankeschön, Herr Schöneck, und auch nochmal an Herrn Bredenkamp für die Einführungen zur Soforthilfe Gewerbemieten, die heute starten und ab jetzt schon über die Webseite beantragt werden können.
nochmal der Hinweis zu den FAQs, die auch helfen und wo es sich lohnt, einmal durchzuschauen, bevor man den Antrag stellt, damit man da gut vorbereitet starten kann und nichts Wesentliches vergessen hat. Sehr schön, dann nehme ich jetzt hiermit auch mir raus, dieses Thema erst abzuschließen mit Ihnen, Herr Brinkmann und Herr Schöneck. Und bevor wir uns den Chatfragen widmen, wo es bestimmt schon einige gibt, switchen wir jetzt aber sofort nochmal an das Programm Berlin-Mezzanin, damit wir erstmal geklärt haben, über was Programme wir reden. Und dann wird eben Melina Hanisch die Chatfragen aufarbeiten. Deswegen jetzt erstmal Herr Pech, an Sie auch nochmal herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie in dieser Runde bereits erste Einblick geben werden in das Programm Berlin-Mezzanin und was sich dahinter verbirgt. Denn ich glaube, so viele haben es noch gar nicht gehört. Was ist denn Berlin-Mezzanin? Ist das eine neue Soforthilfe oder ist das irgendwo eingegliedert? Wo können die Zuhörer und Zuhörerinnen dieses Programm denn jetzt einordnen? Ja, vielen Dank und hallo in die Runde. Das ist in der Tat ein Programm, was sich einordnet in die Corona-Start-up-Hilfen, die in zwei Säulen sortiert sind. Es gibt eine große Säule, die beim Bund, sprich bei der KfW Capital und bei VC-Investoren, die bei der KfW Capital akkreditiert sind, verortet ist. Und es gibt eine zweite Säule, die eher regional oder föderal in den Bundesländern und eben bei uns in Berlin auch stattfindet. Und dort gibt es in der zweiten Säule drei Bausteine. Zwei Bausteine sind schon gestartet. Zum einen unsere VC-Gesellschaft, die EBB Beteiligungsgesellschaft, ist schon vor ein paar Tagen gestartet. Und auch VC-Gesellschaften, Family Offices oder Business Angels, die in Berlin aktiv sind, können auch schon seit ein paar Tagen sich akkreditieren bei unserer VC-Gesellschaft, um jungen Startups in der Seed-Phase, in der ganz frischen Gründungsphase mit Unterstützung zur Seite zu stehen. Und als dritten Baustein in dieser zweiten Säule planen wir jetzt in Kürze ein Mezzanin-Produkt, ein Nachrangdarlehen an den Markt zu bringen. Okay, super. Vielleicht ganz kurz als Hinweis in die Runde. Wir hatten auch schon Townhall-Calls zu der Säule 1 und 2 und den anderen Bausteinen in der Säule 2. Die kann man bei YouTube im Berlin-Partner-Kanal finden, falls da noch Interessierte sind. Ansonsten gibt es ja auch sehr gute Informationen, auch auf der EBB-Webseite. Also da kann man auf jeden Fall noch Informationen finden. Wir konzentrieren uns jetzt hier ganz auf Berlin-Mezzanin, denn Sie haben ja gesagt, es kommt in Kürze. Wissen Sie denn schon, ab wann das ungefähr beantragt werden kann und wo? Ist das wieder über die Webseite wie bei den Gewerbemieten oder gibt es einen anderen Weg? Ja, genau. Wir arbeiten mit Hochdruck an der Umsetzung von allen Dingen, die wir für die Beantragung und für die, den Live-Gang benötigen. So viel kann ich sagen. Es wird in der nächsten Woche starten, aber ich bitte um Verständnis, wir arbeiten noch mit Feuereifer an einigen Programmierungen, IT-Themen. Ob es der Montag oder der Mittwoch oder der Donnerstag erst sein wird, kann ich per heute leider noch nicht sagen. Wir arbeiten aber mit Hochdruck, dass es möglichst schnell passiert. Und wie man eben daraus merkt, wir wollen auch hier ein ausschließliches elektronisches Antragsverfahren etablieren. Das heißt, keine E-Mail, keine Schreiben, kein Papier, sondern ein elektronischer Antrag wird dann auf unserer Seite ibb.de freigeschaltet werden in der kommenden Woche. Okay, super. Das heißt, wir bleiben einfach aufmerksam und mit Sicherheit wird es auch über Ihre Presse und Twitter und Co. KG vermarktet und verkündet. Sehr schön. Gibt es denn aber trotzdem jetzt schon Informationen, die sich jetzt interessierte Unternehmerinnen und Unternehmer anschauen könnten? Ja, wir haben in Ergänzung zu unserer VC-Gesellschaft und zu den Intermediären, die sich akkreditieren können, für Mezzanin auch das Merkblatt schon ins Netz gestellt. Dort kann man einen ersten groben Überblick sich verschaffen, wer gefördert wird, wie gefördert wird, was gefördert wird und sich schon vorbereiten und prüfen, ob das das geeignete Produkt jeweils ist. Super, das werden wir auf jeden Fall nachher auch noch im Chat verlinken. Und dann kann man sich da noch mal ein bisschen nachlesen. Jetzt aber erstmal weiter mit Ihnen hier im Programm. Sie haben ja gesagt, es ist in den Startup-Maßnahmen eingegliedert. Können jetzt alle, die sich nicht als Startup empfinden, sich wieder rausklicken? Oder was bedeutet das? Können nur Startups einen Antrag stellen hier? Also wir definieren für das Mezzanin-Produkt ein Startup, dass das Unternehmen in der Regel seit 3 Jahren und höchstens seit 8 Jahren bestehen muss und auch schon eine gewisse Rentabilität und eine Stabilität aufweisen muss.
denn wir sind mit dem Mezzanin-Produkt schon etwas stärker auf der Kreditseite, sodass wir da auch schon auf das Thema Kapitaldienstfähigkeit Ausschau halten müssen und überprüfen müssen, kann ein Unternehmen auch eine entsprechende Förderung über ein Mezzanin-Darlehen zurückzahlen. Mezzanin heißt ja Zwischengeschoss und daran merkt man, es ist kein echtes Eigenkapital, es ist aber auch kein echtes Fremdkapital, es ist ein Stück weit dazwischen, aber wir müssen bestimmte Kreditregeln da auch überprüfen. Okay, das heißt, Alter spielt eine Rolle. Wie ist es mit der Unternehmensgröße? Spielt die auch eine Rolle bei den Antragstellern? Ja, genau. Wir können Unternehmen dort akzeptieren, gewerbliche Unternehmen bis zu einem Umsatz von 75 Millionen Euro Gruppenumsatz. Das ist sicherlich sehr reichhaltig bemessen. Also 75 Millionen Euro ist die Umsatzobergrenze. Okay, und da es ja wieder auch ein Landesprodukt ist, sind auch wieder nur Berliner Unternehmen antragsberechtigt. Wie ist das hier? Wie wird das festgemacht? Ist es eine Betriebsstätte, die man hier haben muss? Wie ist das, wenn man zum Beispiel eine Tochtergesellschaft ist? Muss die Mutter da in der EU oder sogar in Deutschland sitzen? Gibt es da auch Beschränkungen? Ja, das gibt es. Also zunächst vorab gesagt, es muss sich auch um eine Kapitalgesellschaft handeln, weil wir eben ein Stück weit auch wiederum im Beteiligungsthema unterwegs sind. Das heißt, eine Kapitalgesellschaft wie GmbH oder AG oder GmbH und Co. KG ist antragsberechtigt mit Sitz in Berlin, also Amtsgericht Charlottenburg, die registerliche Eintragung oder mal zumindest mit Hauptverwaltung oder mindestens 50% der Vollzeitbeschäftigten in Berlin. Also auch ein Unternehmen, was außerhalb in Berlin seinen Sitz hat, aber die überwiegende Anzahl der Mitarbeiter hier in Berlin sitzen, ist antragsberechtigt. Okay, das ist super. Das ist ja auch anders, als wir vorher gehört haben bei den Gewerbemieten. Also da auch ein guter Hinweis, dass die Anzahl der Beschäftigten hier auch eine Rolle spielt in Berlin und ob man hier antragsberechtigt ist. Es ist ja auch ein Corona-Programm und man muss ja auch zeigen, dass man von Corona getroffen ist, um das beantragen zu können, gehe ich jetzt mal von aus. Wenn das so ist, wie können die Unternehmen das machen? Wann ist man von der Corona-Krise betroffen und wie kann man es dokumentieren und Ihnen zeigen, dass man da den Antrag stellen kann? Ja, wir haben da für diesen Corona-Impact keine harte Regel aufgeführt. Wir haben wir werden in den FAQs als Beispiele aufführen, Umsatzeinbruch oder Probleme bei der Rekrutierung von Mitarbeitern oder auch Lieferantenprobleme oder eben auch das Ausbleiben einer weiteren Finanzierungsrunde. Also von daher gilt es, den Corona-Impact, den man erfahren hat seit März, April, in einer möglichst plausiblen Art und Weise bei der Beantragung darstellen. Das kann verbal sein, das kann durch das Darstellen von Soll- und Ist-Abweichungen bei der Planung sein. Das würden wir individuell handhaben und wir haben da sozusagen keine harte, messbare Kriterien aufgestellt. Okay, das ist sicherlich eine ganz wichtige Information für dieses Programm und für die, die sich überlegen, das zu beantragen. Jetzt kann ich mir aber vorstellen, dadurch, dass das ja ein Programm ist, das in den Start-up-Maßnahmen eingegliedert ist, dass man auch einen gewissen Innovationsgrad mitbringen muss als Unternehmen. Wie ist das und wenn ja, wie sind die Kriterien? Ja, da haben wir uns eine ganze Menge zu überlegt und ich möchte jetzt nicht in jedes Detail eingehen, aber es sind vom Grundsatz her 8 Kriterien, die nicht alle auf einmal, sondern eines dieser 8 Kriterien muss erfüllt sein, damit wir von einem innovativen Startup ausgehen. Als Beispiel würde ich nennen, dass in den letzten 24 Monaten mindestens ein gewerbliches Schutzrecht angemeldet wurde, also beispielsweise ein Patent oder ein Geschmacksmuster, oder dass ein Innovationspreis in 24 Monaten auf nationaler oder internationaler Basis erhalten wurde. Oder auch ganz allgemein, das Unternehmen kann darstellen, dass es ein neues Produkt oder einen neuen Prozess, der innovativ ist und ein technologisches Risiko aufweist, an den Markt gebracht hat. Oder vielleicht abschließend auch, dass ein Investment eines VC-Investors oder eines Business Angels in den letzten 24 Monaten stattgefunden hat, ist für uns regelmäßig ein Kriterium dafür, dass ein innovatives Unternehmen vorliegt. Und vielleicht das als Abschluss, wir sind ja hier in Berlin unterwegs mit den Clustern und wenn in einem der Berliner Cluster, also Gesundheitswirtschaft, IKT, Medien, Kreativwirtschaft, Optoelektronik,
Mobilität oder Energietechnik beheimatet ist, auch dann gehen wir vom Grundsatz her davon aus, dass es ein innovatives Unternehmen ist. Also wir haben da vielfältige Möglichkeiten, den Innovationscharakter zu überprüfen. Und ich denke, das sollte für alle nachvollziehbar sein, was wir dann auch entsprechend publizieren. Sehr schön. Also eins davon muss man erfüllen und nachzulesen, genau. Ist das auch schon im Merkblatt, damit man so mal gucken kann, ob das klappt oder nicht. Richtig, genau. Perfekt. Also vielen Dank schon mal, Herr Pech, für diese Ausführungen. Nachdem wir geklärt haben, wer einen Antrag stellen kann, ist natürlich auch wichtig zu wissen, was man denn da überhaupt beantragt. Sie haben das vorher mal ganz kurz schon angeteasert. Mezzaninkapital ist ein Zwischending aus Eigenkapital und Fremdkapital. Können Sie vielleicht noch mal ganz kurz erläutern, was für ein Mezzaninkapital ist es jetzt, das man hier bekommen könnte? Ja, vom Grundsatz her ist es ein Darlehensvertrag von einer Größenordnung bis zu 800.000 Euro. Und der Unterschied zu einem in Anführungszeichen normalen Darlehensvertrag besteht darin, dass wir eine qualifizierte Nachrangabrede in dem Vertrag integrieren. Das heißt, für den Fall eines Ausfalls oder für andere Regelungen, die mit anderen Kapitalgebern geschlossen werden müssen oder Fremdkapitalgebern, um korrekt zu sein, geschlossen werden müssen, sind wir im Nachrang, das heißt in Anführungszeichen benachteiligt. Das heißt aber auch, die Qualität dieses Darlehens geht ein Stück weit in die Richtung des wirtschaftlichen Eigenkapitals und unterstützt also das Unternehmen bei weiteren Finanzierungen, weil dann eben das Eigenkapital analytisch gesehen etwas besser und stärker ausfällt. Wir haben vor, das Darlehen mit 8 Jahren Laufzeit zu versehen und dann die ersten 5 Jahre tilgungsfrei zu stellen. Das ist also ein weiteres wichtiges Kriterium, dass also zunächst nur Zins anfällt und erst in 5 Jahren die Tilgung beginnt. Okay, das ist bestimmt ein sehr wichtiger Hinweis. Haben Sie denn schon einen Zins im Kopf? Wird das ein fester Zinssatz sein oder wird der sich je nach Preisklasse des Unternehmens ändern? Also auch das ist jetzt noch in den allerletzten Abstimmungen, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass wir einen festen, fixen Zinssatz bestimmen werden, der für alle gleich ausfallen wird. Okay, und die 800.000 Euro sind wieder Kleinbeihilfe-Corona-Grenze, deswegen geht nicht mehr als 800.000 Euro. Es geht nicht mehr als 800.000 Euro. Es ist dann zwar kombinierbar mit anderen Corona-Darlehenshilfen, der KfW beispielsweise, auch der IBB, aber es gilt dann eben grundsätzlich der Deckelungsbetrag von 800.000 Euro. Okay, das ist ja auch eine wichtige Information, dass da noch Kombinationsmöglichkeiten sind. Wenn ich mich jetzt interessiere und sage, okay, ich möchte gerne das Mezzanin-Kapital bekommen und das ist ja so eine Art Darlehen, muss ich dann auch Sicherheiten mitbringen als Unternehmen? Und wenn ja, welche könnten das sein? Also wir haben im Merkblatt auf bankübliche Sicherheiten hingewiesen. Aus der Praxis heraus würde ich sehr stark vermuten, dass es im Regelfall auf eine persönliche Höchstbetragsbürgschaft von den wesentlichen Gesellschaftern oder von den wirtschaftlichen Berechtigten hinausläuft. Auch das ist eben jetzt je nach Gesellschaftsform und Gesellschafterkreis sicherlich individuell zu sehen. Aber vom Grundsatz her gehe ich davon aus, dass persönliche Höchstbetragsbürgschaften von Gesellschaftern getragen werden müssen. Okay, das ist auf jeden Fall wichtig und wird dann ja sicher auch auf der Webseite, wenn sie dann nächste Woche da ist, auf jeden Fall detailliert nachzulesen sein, da bin ich mir ganz sicher. Ist denn schon klar, was man mit den Mezzaninmitteln finanzieren darf als Unternehmen? Darf man zum Beispiel seine Betriebskosten damit decken oder nur Investitionen tätigen? Gibt es da schon einen Weg, den man gehen möchte? Wir haben einen sehr breiten Verwendungszweck gewählt und grundsätzlich förderfähig sind Investitionen und die Mitfinanzierung aller laufenden Kosten wie Miete, Personalkosten, Warenlager, Betriebsmittel. Also eine breite Investitions- und Betriebsmittelstreuung ist da möglich. Okay, super. Ich glaube, wir haben jetzt schon fast alle wichtigen Fragen gestellt. Natürlich wieder meine letzte, last but not least Frage für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn jetzt das Programm nächste Woche startet und man ist ganz fix und stellt gleich einen Antrag, wann kann man denn mit den ersten Mitteln rechnen? Wann kann man damit rechnen, dass das Geld auf dem Konto ist? Ja, das ist eine gute und berechtigte Frage, die man zunächst mit "Das kommt drauf an" beantworten kann. Und ich würde vorweg sagen, je besser man den Antrag vorbereitet, umso schneller geht die Prüfung und Bewilligung der Mittel.
Ich gehe davon aus, dass wir für die Prüfung der Anträge 3 bis 4 Wochen benötigen und dann auch den Darlehensvertrag unterschreiben können. Und wenn dann keine großen Hinderungsgründe mehr vorliegen, können wir auch zügig auszahlen. Das heißt also, wenn nächste Woche das Programm an den Start geht, sollte Mitte, Ende September auch das erste Geld fließen können. Super. Und was man vorbereiten kann, wird man dann auch auf der Website detailliert finden, schätze ich. Genau, das sieht man auf der Webseite sehen. Das sind teilweise ähnliche Unterlagen, wie sie meine Kollegen gerade auch schon geschildert haben, dass man eben sich legitimiert, dass man den Gesellschafterkreis darstellt und dann auch seine wirtschaftlichen Verhältnisse offenlegt. Sehr schön. Dann vielen Dank, Herr Pech, für diesen ersten Einblick in das Programm Berlin Mezzanin. Ich bin mir sicher, dass viele in dieser Runde bereits wertvolle Informationen für den Programmstart kommende Woche mitnehmen konnten. Und ja, so viel soll es jetzt auch mal zu den Vorstellungen der Programme sein. Nach dem Einblick in die Soforthilfe Gewerbemieten und die Corona-Hilfe Berlin-Mezzanin jetzt eben mit Herrn Pech, ist es natürlich auch Zeit, uns den Chatfragen zu widmen. Und an dieser Stelle möchte ich gerne an Melina Hanisch von der IHK abgeben und bedanke mich nochmal ganz herzlich bei Herrn Pech, bei Herrn Schöneck, bei Herrn Bredenkamp für Ihre Expertise und natürlich auch bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern fürs Zuhören und natürlich auch für all die Chatfragen, auf die ich jetzt schon ganz gespannt bin. Damit zu dir, Melina. Ja, vielen Dank, Alex. Ich würde sagen, dass wir dann nochmal von vorne anfangen, und zwar mit dem Thema Soforthilfe Gewerbemieten. Daher meine Frage an Herrn Bredenkamp und Herrn Schöneck. Wie sieht es denn aus mit Vereinen? Es kam die Frage auf, dass es einen Verein gibt mit einem Vereinslokal, wo die Miete ziemlich hoch ist. Kann dieser Verein auch die Soforthilfe beantragen? Grundsätzlich ist ein Verein auch antragsberechtigt, aber auch hier müssen natürlich die Fördervoraussetzungen erfüllt werden. Also zum Beispiel eben müssen mindestens 10 Mitarbeiter sein, nicht mehr als 249. Also wenn das alles erfüllt ist, könnte ein Verein auch einen Antrag stellen. Und es spielt auch keine Rolle, ob die Mitarbeiter bezahlt werden oder nicht? Also weil es war jetzt hier die Frage, dass die Mitarbeiter nicht bezahlt werden, aber es sind Mitarbeiter da, also mehr als 10. Spielt das eine Rolle? Das müssen wir uns im Grunde genommen dann angucken, wie sich das darstellt. Also grundsätzlich, wenn die einen Arbeitsvertrag mit diesen Personen haben, dann wäre das theoretisch vorstellbar. Okay, vielen Dank. Genau, dann hatten wir hier noch eine Frage zur Mitarbeiterzahl. Gilt die Mitarbeiterzahl in Fällen bei dem Unternehmensverbund gesamt oder nur die Berliner Betriebsstätte? Das ist eine wichtige Frage. Also den Antrag stellt immer ein juristisch selbstständiges Unternehmen. Und für dieses juristisch selbstständige Unternehmen gilt auch die Mitarbeiteranzahl. Wichtig ist einfach, dass aus dem Unternehmensverbund nur ein Antrag gestellt werden darf. Also man muss sich im Zweifel mit seinem verbundenen Unternehmen abstimmen, wer jetzt hier den Antrag stellt. Aber die Mitarbeiteranzahl bezieht sich immer auf das antragstellende Unternehmen. Okay, alles klar. Gut. Genau, dann hatten wir auch noch eine Frage zum Thema Überschneidung mit anderen Förderprogrammen. Sie hatten ja schon ein bisschen was dazu gesagt. Wäre es denn theoretisch auch möglich, dass eine Überschneidung mit der Überbrückungshilfe zustande kommt? Das heißt, dieses Programm, was im Moment noch bis zum 30.09. beantragbar ist? Das ist möglich. Also es sind alle Überbrückungshilfen bis auf die Überbrückungshilfe 2 sind kombinierbar. Aber das wäre jetzt kein Ausschluss? Also, nein, kein Ausschluss. Also Überbrückungshilfe, das ist ja Corona 7, kann parallel beantragt werden und können auch parallel die Mittel in Anspruch genommen werden. Genau, okay, alles klar. Der Zeitraum der Überbrückungshilfe ist ja auch ein anderer als der von der Soforthilfe Gewerbemieten, ne? Genau. Das ist korrekt. Okay, super. Gut. Ich schaue gerade noch mal in den aktuellen Verlauf. Okay, also hier, jetzt kommt noch eine ein bisschen längere Frage.
Wir haben als schnell wachsendes Unternehmen den erforderlichen Umsatzrückgang von 60% für die Soforthilfe Gewerbemieten nicht, wohl aber ein 60% hinter der Erwartungsentwicklung zurückbleibendes Ergebnis. Kann so etwas grundsätzlich mit der Soforthilfe Gewerbemiete gefördert werden? Leider nein. Also der Umsatzrückgang ist ein sehr hartes Kriterium und der bemisst sich auch an tatsächlichen Umsätzen und nicht an geplanten Umsätzen. Okay, alles klar. Vielen Dank. So, dann war hier nochmal die Frage. Für den Gewerbemietzuschuss gilt ein Gesamtvolumina von 800.000 Euro inklusive aller bereits erhaltenen Soforthilfen? Ich glaube, da muss man ein bisschen differenzieren. Diese 800.000 ist ja die Grenze für alle Kleinbeihilfen, die man insgesamt erhalten haben darf im Zuge dieser Corona-Soforthilfeprogramme. Für die Gewerbemieten sind eigentlich die relevanten Zahlen 10.000 Euro pro Mietpachtobjekt, beziehungsweise wenn man mehrere Mietpachtobjekte hat, maximal 30.000 Euro, die man bekommen kann, nicht 800.000. Okay. Alles klar, vielen Dank. So, dann. Ich glaube, das war es tatsächlich erstmal mit den Gewerbemietenfragen. Genau. Super. Dann würde ich jetzt erstmal weiterkommen zum Programm Berlin Mezzanin und zu Herrn Pech. Super. Wir hatten eine Frage bezüglich der Kombinierbarkeit mit anderen IBB-Programmen, zum Beispiel Profit. Wie sieht das denn aus? Funktioniert das? Das funktioniert, ja. Das unterliegt nicht der Kleinbeihilfe. Wer Profitkunde ist, kann auch gerne Mezzanin beantragen. Okay, wunderbar. Und müssen bei der Beantragung für Berlin Mezzanin auch schon Umsätze erwirtschaftet worden sein von dem Startup, was das beantragt? Das ist notwendig, genau, weil wir ja nicht Startups, die bei Null anfangen, finanzieren wollen und auch können, sondern schon etwas etabliertere Startups aufgreifen. Möglicherweise ist für ein Unternehmen mit Null Umsatz die VC-Schiene, also das heißt Baustein 1 oder 2, der richtige. Alles klar, super, vielen Dank. Dann gucke ich mal, ob hier noch was im Chat aufgelaufen ist. Okay, das ist auch eine längere Frage. Eine Frage zur Beihilfenregelung, AGVO. Diese zählt normalerweise für nicht rückzahlbare Förderungen und bei zinsvergünstigten Krediten wird nur die Vergünstigung als Förderung gezählt. Wie genau verhält sich das mit Berlin Mezzanin? Zählt dies zu 100% in die Richtlinie, auch wenn diese rückzahlbar sind? Also meines Erachtens ist die AGVO hier nicht zutreffend und von daher zählt da nichts in diese Berechnung mit hinein. Okay, vielen Dank. Jetzt kam noch was zum Thema Gewerbemieten. Ich hoffe, Sie sind alle noch da, Herr Brink. Wir sind dann da spontan, kein Problem. Wunderbar. Super. Dann die Frage, welche Nebenkosten sind mit Gewerbemieten finanzierbar? Stichwort Warmmiete und Telefonkosten sowie EDV-Wartungsverträge, Kassensysteme. Also wichtig ist für die Nebenkosten eigentlich die Kosten, die im Mietvertrag auch verankert sind, also die in der Betriebskostenpauschale enthalten sind. Wenn man jetzt noch separat Telefonkosten hat oder separate Kosten, die wären dann dort nicht enthalten. Relevant ist tatsächlich die Miete, einschließlich der im Mietvertrag verankerten Betriebs- und Nebenkosten. Okay, wunderbar. Super. Dann, also aus dem Chat sind jetzt, glaube ich, alle Fragen erstmal beantwortet. Wenn noch jemand etwas hat, dann kann derjenige das gerne nochmal schreiben. Okay, hier kam noch mal eine Frage zu Berlin Mezzanin zum Thema persönliche Bürgschaft. Wird sie dem Darlehensbetrag entsprechen? Das würden wir risikoadjustiert festlegen wollen. Das kann sein, muss aber nicht. Und insbesondere, wenn wir mehrere Gesellschafter haben, die zu einer Bürgschaft herangezogen werden. Okay, alles klar.
Und auch noch mal eine Frage an Herrn Pech. Wie ist die Umsatzstärke zu verstehen, die für Mezzanin verlangt wird? Cashflow positiv im Jahr 2019 oder woran wird es festgemacht? Im Kern Cashflow positiv in der Projektion für die Zukunft. Und 2019 wäre natürlich ein erstes Indiz und 2020. Das ist aber nicht zwingend der Fall als formelles Kriterium, würde aber sicherlich die Prüfung erleichtern oder auch die Durchsetzung einer Startup-Hilfe als über Nachrangdarlehen erleichtern. Okay, wunderbar. Vielen Dank. Gut, ich würde jetzt... Jetzt ist gerade noch mal eine Frage reingekommen, die ich dann noch mal aufnehme. Auch noch mal an Herrn Pech. Zählt die CMF zu den sofort damit von der Berlin-Mezzaninsumme abgezogen? Ich habe den Anfang der Frage nicht verstanden. Zählt die CMF zu den Soforthilfen? Corona-Matching-Fazilität, nehme ich an, ist damit gemeint. Ah, okay. Die zählt zu den Soforthilfen, ja, das ist richtig. Gut, genau, das war gemeint. Und wird dann von der Berlin-Mezzaninsumme abgezogen. Also schließt sich das beides aus? Schließt sich nicht aus, aber wird sozusagen angerechnet. Okay, wird angerechnet, alles klar. Gut, wunderbar. Ja, Frage beantwortet. Hier kommt auch schon ein Dankeschön. Super. Ich würde jetzt auch gleich noch mal ein paar Links hier in den Chat posten, zu den weiteren Informationen, zu den IBB-Webseiten und auch noch mal zu Berlin Partner und IHK Berlin, wo Sie weitere Informationen finden und wo wir auch diesen Call hier noch zur Verfügung stellen werden, also die Aufzeichnung. Das heißt, Sie können sich das im Nachgang natürlich auch gerne nochmal anschauen. Das wird in den nächsten Tagen dann online gestellt werden. Und genau, das war es von mir. Jetzt ist doch noch mal eine Frage reingekommen, die würde ich jetzt noch mal kurz aufnehmen. Eine Frage, habe ich es richtig verstanden, dass wenn man bereits 800.000 Euro über den KfW-Unternehmerkredit erhalten hat, kann man den Zuschuss für Gewerbemieten nicht beantragen, richtig? Genau, das ist korrekt. Das ist korrekt, die 800.000 Euro. Genau, wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, beenden wir jetzt den Call für heute. Ich danke Ihnen allen sehr, Herr Bredenkamp, Herr Schöneck und Herr Pech, für die Teilnahme, für Ihre Zeit, für die vielen Informationen. Ich glaube, wir haben alle viel mitgenommen. Auch an Alex, an dich nochmal vielen Dank für die Moderation und die sehr gute Vorbereitung. Wir stellen jetzt gleich nochmal in den Chat die weiteren Links zur Verfügung. Und dann bedanke ich mich auch bei allen Zuhörern für die Aufmerksamkeit und wünsche noch einen schönen Tag. Bis dahin.